Leute, willkommen zurück zur Folge Buckies. Da war ich schon mal ein bisschen auf den Arsch. Aber zuerst will ich noch gerade sagen, dass wir nicht in der Aufnahme sind. Noch nicht, ich bin noch am Farmen. Ich wollte hier gerade nur mit aufzeichnen, wie der Moment des Triumphes kommt. Ich, liebe Leute, hab mir jetzt Eigenlob verdient. So, denn jetzt kaufen wir uns hier das Cheap Bracelet. Ja, jo, würde ich gern. So, nö. Wir danken dir. So, da. Gleich beginnt die richtige Aufnahme nach diesem Cut. Ja. Okay, Leute, bevor ich jetzt gleich weitermache, ich habe Angst. Okay, ich hatte jetzt eher gedacht, das wird hier so der finale Rückschlag der Gegner sein. Da so mit 30 Sharks, die auf mich zugehen, aber wenn das so ist. Okay, gut, bin wieder im Cut. Leute, wir sind jetzt hier auf Level 7. Ihr wisst ja, Level of Violence. Wir haben einen Haufen Sharks gemordet. Wir haben uns mit einer Magic Butterfly, muss ich euch auch noch irgendwann zeigen, hier wieder komplett hochgehalten, was PP und so angeht. Und haben Hamburger gefressen. Vor allem das Letztere ist relevant. Ich denke, jetzt sind wir bereit für den Boss Frankie. Hey, Kids, möchtest du Mitglied werden? Vergiss es. Sei doch kein solcher Snob. Tut mir leid, dich zu enttäuschen müssen, Yes Man, aber... Oh, laut bitte uns. Egal. Und trotzdem ist er One-Hit, denn wir sind Level 7, Leute. So, you won. Yeah. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ein bisschen erkältet. Entkältet, klar, so. Dieses Vieh hier. Sieht aus wie ein Stückchen Arbeit. Okay, dann reden wir mal mit diesem blonden Typen hier. Hallo, ich bin Frank. Wer bist du? Komm schon, kannst du mir nicht wenigstens deinen Namen sagen? Nee. Und jetzt kommt hier eines der besten Lieder des Spiels. Ich liebe es so. So. Er tut uns leider outspeeden und er tut uns immer noch immensen Schaden machen, aber wir machen gar nicht so viel Schaden. Er hat was Böses gesagt! Das stirb! Stirb! Wir müssen aufpassen, da er uns outspeedet, ist er. So, hier, ich würde mal sagen, wir gehen für ein Life Up A. Alpha. Er hat doch was Böses. Ey. Das reicht jetzt langsam. Das ist zu viel. Das ist eindeutig zu viel, was du da gesagt hast. Niemand nennt hier den erst so. So, der macht uns jetzt auch weniger Schaden hier. Jetzt habe ich mal was Böses gesagt. Wir haben Frank gezähmt. Darauf trinke ich jetzt einen Schluck Wasser. Und er hat uns 50 Execution Points gegeben. Warte, ich speichere hier mal kurz. Einfach nur für den. So, hier ist Safe Game Position. So. Fehler. Beweis. Frank kann nicht besiegt werden. Buff, buff, buff. Und das ist Frankie Steinmark 2. Yeah. Und jetzt kommt hier der eigentliche Endgegner. Und die hier ist einfach nur creepy. Also, mal gucken. Er outspeedet. Oder seine Nachricht kam einfach nur zuerst, aber er scheint eine schlechtere Def zu haben als der Frankie. Und er hat auch schlechtere Attacken. Vielleicht hat er... Wartet hier. Ach nee, wir haben noch gar nicht den, ja, schade, wir können noch keine Lese machen. Und er tut auch die Hälfte der Runden gar nichts. Wir hätten eine Chance. Der hat outspeedet aber. So. Okay, gut. War doch gar nicht so ein Gegner, wie ich dachte. Ich glaube, ich habe es mit dem Level etwas übertrieben. Wobei Level 7... Ich weiß nicht, was Average ist. Damals bin ich hier durchgerusht und habe gehofft, irgendwie es durchzuschaffen. Dies ist das erste Mal, dass ich besiegt wurde. Fehlerbeweis, Frank. Ist nun einfach nur Fehler, Frank. Ich weiß, du hast darum gefragt, also zähle ich dir mal den Riesenfußstapfen. Es sieht so aus, als wäre es ein ziemlich mächtiger Ort. Eine Art spezielle Kraft ist dort aufbewahrt. Das erlaubt es bestimmten Leuten, dort wunderbare Sachen zu tun. Wie auch immer, ein Monster hat alle Energie, die dort ist, aufgesaugt. Es ist schwer zum Giant Fußrad, zum Riesenfußabdruck zu gehen. Das ist alles, was ich weiß. Ich glaube, du solltest selber mehr Informationen sammeln. Der Eingang zu dem Pfad, welcher zu dem Riesenfußstapfen führt, ist
Hinter dem... Was? Hinter dem Check des Kommandanten? Des Unterhaltenden? Keine Ahnung. Görkel, der Bürgermeister von Odet, hat den Schlüssel zu... Ah, diese Hütte. Bruchbude, Bruchbude, genau so. Hat den Schlüssel zu dieser Bruchbude. Das ist eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Nice. Du wurdest stärker als ich. Und dein Abenteuer hat einfach nur begonnen. Woher weiß er jetzt doch unseren... Ich stell's dich in Frage. Yeah? Yeah. Yeah? Ja. Yeah. Ich gehe einfach mal weiter. Und speichere hier. Ist aus Undertale. Irgendwo auf dieser Welt ist gerade Dienstag. Also müssen wir vorsichtig sein. So, und zuerst gehen wir hier zum... zum Büchermeister. Und fragt mich bitte nicht, warum hier jeder irgendeine schlimme Abwandlung von meiner Sense-Stimme hat, von meiner Sense-Imitation. Fragt mich einfach nicht. So. Ach warte, dafür haben wir doch, genau. Bei meinem ersten Mal habe ich auch nicht mit einer Karte gespielt. Das ist jetzt wohl ungewohnt. Dann nutzen wir die mal. So, hier, da. Okay, die Straße hier hoch. Dann rechts und irgendwo auf der Mitte der Straße sollte dann das sein. Falls ich die Karte richtig gelesen habe. Aber es sieht mir schon ziemlich so aus. Ja, Town Hall, yeah. Auch wenn sie leider nicht beschriftet wurde, warum auch immer. Seitdem du die Sharks besiegt hast, spricht meine ganze Stadt von dir. Major Birkel wartet auf dich. Major, klar, Bürgermeister. Oh, hier sind... ein Putzilist. Okay. Aber hier ist der Bürgermeister. Wir mussten gar nicht mal mit dem Putzilist sprechen hier, so. Hey, hey, hey! Ich bin Bürgermeister B.H. Birkel. Es ist so schön, dich zu sehen. Du hast die Stadtpolizei kaputtgeschlagen. Du hast den Extrems geschlagen, deren Arsch gekickt, deren Köpfe abgebissen, deren Augen gedreht. What the fuck? Was ist das für ein Bürgermeister? Dann hast du sie dazu gezwungen, zu versprechen, keinen Schaden mehr anzurechnen. Danke dir! Was? Du möchtest den... Mein Hals, sorry. Du möchtest den Schlüssel zu den, zu der Unterhaltungshütte. Für jemanden, der so großartig ist wie du. Was? Könnte es wirklich helfen, diese Stadt friedlich zu halten, wenn ich dir den Schlüssel gebe? Wie auch immer, wenn du in eine gefährliche Situation gehst. Bitte frag mich nicht, irgendeine Verantwortung zu übernehmen. Ich werde fähig sein, alle Verantwortung auszuweichen, richtig? Okay. Du bist so ein kluges Kind. Danke. Das brauchst du mir nicht sagen. Das hat mir bereits mein Zahnarzt verraten. Hier ist der Schlüssel zur Bruchbude. Yeah! Ness hat den Schlüssel zur Bruchbude bekommen. Er musste mir... Okay. Danke dir so viel für alle deine Hilfe. Danke. Ja auch. Für deine großartige Unterstützung. Die Musik, ich lieb die. Der Soundtrack hier ist mindestens so großartig wie in Undertale. Wenn auch nicht so ausgeprägt und in dieselbe Richtung, dann genauso großartig. Warte, ich speichere nochmal. Sorry, aber... Wenn das nächste Mal das Spiel abstürzt, möchte ich, dass da so wenig Schaden wie möglich entsteht. Ah, da ist auch eine. Wartet. Ziehen wir direkt hier aus. So, dann kann ich euch auch zeigen, dass so eine Butterfly... Falls ich das richtig ausgesprochen habe. Hehehe. So, die bringt uns zum Relaxen. Zum Entspannen. Und da schwindet sich unsere PP wieder auf. Und jetzt haben wir Full Life und Full PP. Das ist doch mal was, Leute, oder? So. Die Tiere rennen schon von uns weg. Ah, wartet. Bevor wir noch einen schrecklichen Fehler machen, sollte ich hier nochmal gerade die Mutter rufen, damit der Amnes... was ist das für ein Vieh? Ich bin nicht ein Gegner. Ich bin einfach nur ein normaler One-of-the-Mile-Maulwurf. Nein? Okay, ich sehe. Dann bin ich halt nicht. So.
Wir gehen jetzt aber nochmal gerade die Mutti anrufen, weil der Nächste bekommt ansonsten sehr schnell Heimweh. Und das ist, wie schon mal erwähnt, komplett kampfunfähig. Das ist so wie in Mother 1 das Asthma von dem Nintendo. Ich weiß nicht, hatte der Lukas noch eine Äquivalenz dazu? Na gut, egal, wir machen es jetzt einfach mal vorsorglich. Wo ist der verdammte Laden? Wo ist der Depth Store? Ich finde den nicht, Leute. Ich will jetzt auch nicht auf die Karte gucken, nach dem Weg fragen, weil hier, seht ihr, der Ness ist mänglich. Der fragt dich einfach so nach dem Weg. Sich einfach beim. Oh, das fühlt sich an, als würde es gleich wieder abstürzen. Ist immer so, wenn es ein bisschen leckt. Ich speichere nochmal. Und? Geht's wieder? Ja, geht wieder. Geht so. So, komm, hier beim Hotel muss es doch sicherlich ein Telefon geben, oder? Ich weiß nicht, ob es hier welche gab. Ich hab's nicht mehr so im Kopf. Hier. Da. Zum Mumm. So. Es hört sich an, als würde es. Okay. Wir sollten ihn vielleicht mal zuhören. Das nächste Mal. Aber gut, wer hat seiner Mutter schon zu? Jetzt mal ganz im Ernst. So, dann jetzt zu der Buchbude des Entertainers. So. Jo, gleich haben wir doch schon im ersten Dungeon. Ja, das sind schon die Entertainer. Ich habe gehört, dass ein großer Fußabdruck auf der Bergspitze hinter dieser Bruchbude. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Es ist nur ein Gerücht. Diese Bruchbude, abgeschlossen bei jemandem von der City-Halle. Also können wir sie nicht nutzen. Die Begründung dafür, dass sie geschlossen war, war, dass irgendein Punk namens Frank den Ort kaputt gemacht hat. Wie traurig. Wir können nicht mal mehr unsere Kleidung ändern und Hotels sind so teuer. Leute, ich habe wirklich Mitleid mit euch. Anderswo auf der Welt müssen Leute verhungern und leben in Armut und ihr könnt nicht mal eure Kleidung wechseln. Wartet hier kurz. So, hier. So, die Tür hat sich auf mysteriöseste Art geöffnet, nachdem der NES dort aus welchem Grund auch immer den Schlüssel einsetzte. Und wir speichern nochmal, weil wir wissen, wofür der Emulator fähig ist. Für was für Wutanfälle der hier sorgen kann. Und man sieht, das wurde hier wirklich kaputt gemacht. So, weiter geht's. So, und das hier werden jetzt auch das erste Mal, dass wir in der Höhle sind. Hier kommen irgendwelche fiesen Viecher noch. Ich weiß nicht, inwiefern sie gerüstet sind, aber die Viecher sind interessanterweise stärker als die Sharks. Ich glaube, ich habe es wirklich mit dem Level übertrieben. Könnte das sein? Aber dafür war die Smash umso stärker. Na gut, ich würde mal sagen, wir werden dieser Folge hier auch noch diesen Dungeon hier beenden, oder? Wird für mich, denke ich mal, Sinn machen hier, wenn ich so darüber nachdenke. Also dann hätten wir auch. Stimmt, stimmt, genau. So war es bei denen. Machen wenig Schaden, hat eine hohe Smash Rate. Und eine. Und die weichen auch gut aus, die ich gerade wieder sehe. So. Und das ist gefährlich an denen. So. Deren Smash Rate hier ist wirklich brutal. Und ihr habt doch gesehen, was sie bei Smashes ausrichten. Ja gut, also es ist jetzt nicht unbedingt mehr, als hier die Chucks gedealt haben. Aber trotzdem. Ja gut, hier haben wir. Oh, da müssen wir schon PSE dafür benutzen. Oh, hier ist noch eine Ant. Eine Ameise, ich weiß aus dem Kopf heraus. Ich frage. Nee, eine Antoid. Genau. So, die sind auch schneller, machen normalen Schaden ohne Smashs. So, und haben dafür nicht so die Hex des Todes. Wenn ich weiß, was Hex sind, Pokémon spielen. Am besten meine Let's Play dazu gucken. So, Eingewerbung gemacht, Tagesziel erreicht.
So. Oh, ein Skip-Sandwich. Da zeige ich euch jetzt mal, was wir damit können. Dinger sind nämlich sehr interessant. Och. Okay, wartet hier noch nicht. Ich erst. Deine Rowdy-Maus. Bam. Komm, nutzt wieder deine Hex. Smash, wie erwartet. Und sie ist nicht ausgewichen. Lol, ich hab direkt beim ersten Try gehittet. Hittet, Leute. Jetzt ist die Rowdy-Maus aber tot. Oh yeah, das heißt getamed. So. Wartet, das können wir jetzt hier erstmal. Das ist ja wirklich schlimm mit den Viechern. Noch eine Rowdy-Maus. So. Wusch. Was liegt denn hier? Kein Smash. Oh. Die hat aber irgendwie nicht so die Hex gehabt. Die Rowdy-Maus war etwas trauriger. Ja, ja, die Rowdy-Maus, die Haustiere der Sharks. Und wir sind Level 8, Leute. Jetzt kommt uns nichts mehr in den Weg. Ja, und wir haben endlich PSC Rocket in Alpha. Nice, zeige ich euch nachher mal, denn das, was man sich hier als Lieblingssache ausgewählt hat, wird zu einer Signaturattacke praktisch. So wird man es im Pokémon nennen. Hier nennt man das einfach nur Lieblingssache. Lol. Sind wir zu stark, dass wir einfach nur über den Gegner drüber gehen müssen, um den zu besiegen? Jetzt schon? Nee. Doch nicht jetzt schon, oder? Nee, gut. Ich wollte schon sagen, das hat mir jetzt Angst gemacht. So, und hier sind jetzt Schnecken. Ach nee, was, das sind der andere Gegner. Ja, die Schnecken, ich weiß nicht mal, was die konnten. Ach, warte. Oh. Liebe Kinder, und deshalb solltet ihr jede dritte Sekunde speichern. So, Leute. Sind hier ungefähr an derselben Stelle. Wir sind hier wieder in dieser kleinen Höhle, wo wir gerade raus waren. Aber wir sind auch wieder hier auf Level 8. Land of Violence 8. Jetzt zeige ich euch, was hier der Unterschied ist zwischen Bash und Rockin. Rockin Alpha ist zwar noch recht schwach, aber... Guckt. Oh, die Coin verhalb, das ist gut. Und jetzt können wir es komplett zeigen. Wusch, wusch, boom. Ja, wie gesagt, noch Alpha. Oh, das ist aber doch schon... Ja, das ist doch noch ziemlich stark, ja. Es braucht halt eine Menge PP, aber dafür macht es Flächenschaden. Ich weiß nicht, inwiefern es sich jetzt rentiert hat. Oh, wir haben gut XP gegeben. Na gut, insofern. Da jetzt so Slugfights... Da kämpft man hier so teilweise gegen 6 Slugs gleichzeitig und die geben schon eine ganze Menge XP. Na gut, Execution Points sind die besten Points. Und wir spielen jetzt ja auch eine Rowdy-Maus, wie ich gerade sehe. Oh, ja stimmt. Ich vergesse mal das Besondere an denen. Und die Slugs sind übrigens Spinoza, habe ich gerade noch herausgefunden. Aber bis jetzt hat es irgendwie bei keiner funktioniert. So, gucken wir mal. Status. Und... Ja, nice, sind wir bald hier wieder auf dem nächsten Level. Dann speichere ich hier kurz. Das Spiel macht mir keinen Strich mehr durch die Rechnung. Das Spiel hat so gewollt, Leute. Also, wenn es nach mir ging, wird es ohne Ab... Oh, wird es ohne Abstütz laufen. Aber wenn das Spiel es so will... Oh, ich appreziatiere es wirklich. Oh. So, hier, der Cookie. Nutzen wir das mal. Bam. 6 HP, das hat uns das Leben gerettet. Wir wissen es nur noch nicht. Wir sind gleich schon über 20 Minuten, aber ist ja egal, wir werden die Folge heute beenden. Oh, die ist schneller. Ja gut, hier die Geschwindigkeiten, einzelne Stats variieren ja noch zwischen den Gegnern. Ziemlich cool, wie wir es gemacht haben. So, ich glaube, ja, jetzt sind wir auf Level 9, perfekt. Und ja, nochmal plus 4 PP, das werden wir brauchen, dann saven wir direkt nochmal. So. Ach ja, habt ihr schon von dem Fanmade Mother vor dort da das Level-Up-Musiksystem angeguckt? Liebe es, Leute. Ein anderes Wort gibt's dafür gar nicht. Das kann man doch gar nicht anders. Also, ich freue mich schon darauf. Das wird erstmal das Jahr machen. So, was ich jetzt gerade nicht weiß, gibt es auch Unterschiede zwischen Normalattacke und Spezialattacken und der Verteilung darin? Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier eine Typenrelativität zueinander gibt, was den Schaden angeht. Na gut, egal. Also, dass jetzt bestimmte Gegner auch bestimmte Schwächen haben. Na gut, wird aber später relevant, da der Ness... Ja, der ist nicht so offensiv, was das angeht. Ja, jetzt haben wir noch etwas gegen Erkältungen. So, da unten war eine Maus. Die habe ich jetzt aber ignoriert. Wir sind nicht von der Maus abhängig. Wenn hier wer vom Wem abhängig ist, dann ist das die Maus von uns. Oh, das ist, glaube ich, ist das ein Slugfight? Ja, das ist ein Slugfight. Dann zeige ich euch mal was. Nämlich hier...
Oh, kostet zu viel PP. Na gut, ich überspringe den Kampf da mal. Weil ansonsten, das ist langweilig. Bis gleich. Da werden wir wieder. Wollte jetzt sogar noch weitergehen. Oder? Oh Gott, nee, jetzt haben die Gegner hier ein Opening. Das wird spannend. Spiding Attack, Smash natürlich. Und. Verdammt. Und gerade jetzt haben wir, selbstverständlich, wie soll es auch sonst sein, nicht mehr genug PP für Waffeln. Oh, die können live ab. Komm her, Paul. Wir haben jetzt gerade, glaube ich, auch gar nichts für. Ah! Wir hatten hier gerade überrollt, sehe ich. Das schmeckt selbstverständlich so. Jetzt kommen die attackieren und die machen auch mehr Schaden. Naja. Und so, liebe Leute, wird man von Ameisen zerstört. Bis gleich. Jo, Leute. Ist wieder abgestürzt. Wir haben es geschafft. Ich würde sagen,